Hallo Leute, herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Heute soll es um meine aktuelle Pflegeroutine gehen. Das ist immer wieder sehr, sehr nachgefragt und es hat sich tatsächlich auch einiges verändert nochmal. Und ich habe hier viele Produkte stehen und ich würde sagen, ich nehme euch jetzt einfach mal mit in den Morgen, wenn ich sozusagen in die Dusche steige. Wenn ich in die Dusche steige, geht es als erstes um meine Haare. So richtig habe ich meine Haarroutine umgestellt, als ich im letzten November meinen ersten Friseurtermin seit Ewigkeiten hatte. Und vorher habe ich immer von FreundInnen mir die Haare schneiden lassen und wollte dann aber mal dieses Gefühl von umsorgt werden und irgendwie so ein bisschen, ja, einfach tolle Produkte benutzen und vor allen Dingen auch was lernen. Also ich habe die liebe Grace, heißt sie, meine Friseurin, sehr, sehr viele Fragen gefragt. Unter anderem, wie ist das denn? Braucht man denn einen Conditioner? Weil bis zu diesem Zeitpunkt habe ich immer nur mit festem Shampoo meine Haare gewaschen und Luft trocknen lassen. Und dann war es einfach, war das Thema für mich fertig. Ich hatte aber immer so ein bisschen gestruggelt, auch dass ich hier so einen Hügel habe und so. Und ich habe sie dann viele Fragen gefragt, so wie mache ich das, wie gehe ich da vor? Ich habe sie beobachtet, wie sie meine Haare stylt. Und das hat dann einiges verändert. Zum Beispiel hat sie nämlich gesagt, du brauchst unbedingt einen Conditioner, weil das Shampoo, das macht sozusagen die Haare auf, sodass der Dreck irgendwie rauskommt und der Conditioner schließt die Haare dann, wie so ein Film. Für mich hat das sehr Sinn gemacht zumindest. Es gibt natürlich auch die Curly Girl Methode oder auch Ansätze, die so ganz gegen Shampoo sind, wo man sich dann wochenlang nicht die Haare wäscht und dann muss man sie sich nie wieder waschen. Ich für meinen Teil möchte bei Shampoo und Conditioner bleiben. So, das war ein Aveda Salon. Ich weiß nicht, ob ihr die Marke Aveda kennt. Wundervolle Naturpflegeprodukte. Und sie hatte mir dann mit so einem ganz tollen Moos-Shampoo irgendwie Haare gewaschen. Das kostet aber 50 Euro pro... Also das Shampoo kostet um die 50 Euro, Conditioner auch. Oder beziehungsweise ich glaube, es kostet beides zusammen 50 Euro. Irgendwie sowas. Also viel zu viel auf jeden Fall. Und das habe ich mir dann erstmal nicht gekauft und habe dann sozusagen, ja, erstmal weiter nach diesem Friseurbesuch mit meinem normalen Shampoo. Ich kann euch mal auch sowas in der Art zeigen. Ja, mit meinem festen Shampoo die Haare gewaschen. Dann hatte mir meine Mutter aber zum Geburtstag diesen Conditioner und das dazugehörende Shampoo geschenkt. Und ich war so ein bisschen so, auf der einen Seite ist man natürlich dankbar für ein Geschenk, aber sie weiß ja eigentlich, beziehungsweise, ja, es ist halt verpackt. Es ist in Plastik. So, ich rede nicht drum und ich so, es ist in Plastik. Der Grund, warum ich feste Shampoos nehme, ist ja die Verpackung. Ihr wisst ja, wie ich bin. Und dann habe ich das aber benutzt und habe natürlich sofort den Unterschied gemerkt von Conditioner und kein Conditioner. Irgendwann habe ich dann auch angefangen, meine Haare zu föhnen. Das ist Mamas alter Föhn. Mitgehen lassen. Und seitdem war für meine Haare ein neues Zeitalter eingekehrt. Ein Zeitalter des, ich mache was mit euch, außer mit Shampoo waschen und Luft trocknen lassen. Lange Rede, kurzer Unsinn. Ich zeige euch jetzt mal die Produkte, die ich momentan nutze. Ich habe euch ja schon mal von meiner Handseife erzählt, da ich diesen Eingeruch von John und Len, heißen sie glaube ich, so liebe. Und man findet tatsächlich sehr viele ihrer Produkte auch bei eBay. Nee, nicht eBay, Kleiderkreisel. Vielleicht bei eBay auch oder eBay Kleinanzeigen. Aber bei Kleiderkreisel gibt es ganz viel von ihnen und da muss man immer mal schauen, auch Parfums oder so. Ich würde das alles bei Kleiderkreisel kaufen. Oft sind die Sachen auch nicht benutzt oder man hat sie kostenlos dazu bekommen oder geschenkt und der Geruch gefällt einem nicht. Bla bla bla. Auf jeden Fall habe ich jetzt Shampoo und Conditioner und Haarkur der Rosemary in Ginger Geruchsrichtung. Und ich bin damit sehr, sehr, sehr zufrieden. Das finde ich ein bisschen schwierig zu benutzen, weil du musst es immer 10 Minuten einziehen lassen. Und ich bin nicht die Person, die ewig in der Dusche verbringt und ich habe keine Badewanne. Also ist für mich schwierig, irgendwie 10 Minuten in der Dusche raus, also halt zu stehen. Muss ich irgendwie noch einen Weg finden, wie ich mir die Zeit entspannter machen soll. Aber an sich mit Shampoo und Conditioner bin ich mega zufrieden. Auch von Jill & Len, das ist dann aber eher, ja, das kann man, man kann es glaube ich ins feuchte Haar tun, aber auch ins Trockene. Das ist bloß ein bisschen sehr bam, also es ist sehr ölig.
Habe ich auch von Kleiderkreisel gekauft. Das mache ich rein, wenn ich merke, es ist noch sehr frizzy. Gerade im Winter hat man ja sehr Frisshaare, aber das war bei mir tatsächlich auch eher ein Problem. Das hat mir die Friseurin auch so erzählt. Wenn du die nicht stylst, sind sie halt eher frizzy. Wenn du sie mit Hitze oder mit Wärme bearbeitest, und das habe ich dann auch gemerkt, ist weniger frizz, automatisch. Es ist nicht weg, aber es ist auf jeden Fall weniger. Und übrigens, ihr wisst vielleicht, dass ich mich immer hier hinten dieser Hügel so gestört hat. Und sie meinte einfach, ja, erstmal vor allem diese Stelle bearbeiten mit den Händen, mit dem Shampoo. Das ist der einfachste Weg überhaupt. Und ich habe mich da aufgeregt. Jahrelang war das so meine Problemzone mit meinen Haaren. Und was ich einfach machen muss, war ein bisschen mehr Zeit dort verbringen beim Einschäumen und bumm, alles gut. Ja, ich habe dann auch irgendwann angefangen, nicht nur die Haare zu föhnen, weil dann waren sie immer glatt. Ich mochte schon Locken. Ich habe dann auch irgendwann angefangen, meine Haare zu locken oder zu wellen. Das hatte sie mir auch gezeigt, wie das geht. Ich durfte das sogar mal im Friseursalon so probieren. Da habe ich es noch nicht so richtig hinbekommen, aber ich brauchte irgendwie ein, zwei Mal und dann habe ich das hier selbst hinbekommen. Ist ja auch kein großes Ding. Du nimmst dir einfach nur dein Kletteisen. Ich habe das hier, das ist schon relativ kaputt. Ich benutze dann immer nur so den oberen Teil, weil hier bleiben die Haare immer hängen. Und dann wickelst du dir das eben hier drum und ziehst es runter, wie das also ist. Es gibt genug Tutorials auch auf YouTube. Genau, und da habe ich eben angefangen, die zu locken. Und ich hatte noch dieses uralte Hitzeschutzspray, weil wenn ich was mit meinen Haaren hitzemäßig gemacht habe, und früher in der Schule habe ich auch jeden Tag, also jedes Mal nach dem Waschen meine Haare komplett geklettet, dann war das eben Kletten und sonst brauchte ich das nie. Und deswegen habe ich das noch. Das ist uralt wirklich. Ich werde es mir natürlich jetzt auch nicht wieder kaufen, weil das nicht Naturkosmetik oder irgendwas ist. Aber ja, Hitzeschutz finde ich auf jeden Fall unglaublich wichtig. Das mache ich vor dem Föhn und vor dem Kletten. Und bis jetzt sind meine Haare wirklich, also das letzte Mal beim Friseur war ich im November und sie sind immer noch top im Schuss. Ich könnte sie weiter wachsen lassen. Ich mag es, lange Haare zu haben, aber sie werden jetzt bald wieder abgeschnitten werden. Ja, dann gibt es eigentlich an sich nur noch zu den Haaren eine Sache zu sagen. Und zwar habe ich immer diesen Zopfgummi benutzt. War damit auch mehr oder weniger zufrieden. Aber dann habe ich diesen hier ausprobiert. Der war irgendwie von meiner Oma. Und wenn du diese Locken zum Beispiel nachts reinmachst, sehen die am nächsten Tag noch genauso, bisschen anders, bisschen intensiver. Aber sie hängen sich dann auch wieder aus. Und sie sehen einfach noch gut aus. Und sie sind nicht völlig und hart, irgendwie wie diese Zopfgummi das immer machen, ist so hart, habe ich das Gefühl, so harte Kanten. Und der hält es gut fest, aber einfach auf so eine weiche Art und Weise, weil er auch ein weicher Bubi ist, der ist auch so eine Art Samtstoff. Das ist auf jeden Fall mein neuer heiliger Gral. Und ich wünschte, ich hätte das auch viel früher entdeckt. Ja, also ein Scrunchie, das ist jetzt auch fester Teil meiner Routine geworden. Kommen wir zum Körper. Ja, beim Körper lässt sich gar nicht so viel sagen. Im Prinzip geht es nur um Duschbad und Creme, Bodylotion. Und ich bin der größte Verfechter von Seifen als Duschbad. Ich habe jetzt diese Seife, die ist auch fast alle hier aus dem Seifenladen in Erfurt. Und ich habe auch ganz viele zu Weihnachten und zum Geburtstag geschenkt bekommen. Die muss ich jetzt alle mal aufbrauchen und dann habe ich natürlich bei meiner Mutter wieder noch Duschbad in der Flasche bekommen. Und das will ich auch aufbrauchen. Also es ist immer so viel. Und ich brauche jetzt, glaube ich, ein Jahr nicht mehr in den Seifenladen gehen. Aber auf jeden Fall auch in diesem Netz, das finde ich sehr toll, weil das eine richtig gute. Das trocknet hier richtig gut aus, das schäumt aber auch richtig gut und im Seifenladen, da gab es auch diese, die aus diesem anderen Material waren. Ich weiß gar nicht, was es für ein Material ist, aber auf jeden Fall ein natürliches Material. Das hier ist ja letztendlich ist es Plastik, aber dieses Ding ohne Mist, das habe ich für immer. Und sie meinte, das andere kratzt sehr schnell und es trocknet irgendwie nicht so gut aus. Sie hat mir da irgendwie abgeraten. Und das auch billiger, I don't know, das hat paar Cent nur gekostet. Also nicht paar Cent, aber vielleicht ein Euro oder so maximal. Ja, also das, ich liebe das und schaue mich meinem Body ein. Ich mache es jetzt immer, weil ich noch eben dieses Duschbad habe, abwechselnd damit und damit. Aber auch wieder, wenn ich jetzt zum Beispiel von Journaling einen Duft hätte und ich hätte jetzt keine Seife mehr und nichts mehr, was ich rumlegen hätte
Und ich liebe eben diesen Rosemary Ginger Duft. Genauso sieht ja auch die Körperwaschsache aus. Würde ich mir das auch wieder bei Kletterkassel kaufen. Deswegen, Seife kann man im Laden kaufen und ich unterstütze sehr gerne so kleine Seifenläden. Ich glaube, das hat fast jede größere Stadt. Oder natürlich, das gibt es auch bei DM oder in irgendeinem anderen Drogeriemarkt. Oder manche Sachen sind natürlich auch im recycelten Plastik. Das finde ich auch super, das würde ich auch kaufen. Aber so ganz unverpackt ist natürlich immer das Beste. Body Lotion, wer hätte es gedacht? John & Len. Rosemary Ginger, auch wieder. Das ist die Body Lotion für normale und trockene Haut. Creme ich mich nach jedem Duschen mit ein und meine Haut ist super soft, super weich. Riecht gut. Irgendwann, ich will eigentlich auch noch das Parfüm von Rosemary and Ginger. Aber irgendwann riechst du diese Düfte ja nicht mehr, weil du von denen umgeben bist. Was eigentlich ein bisschen schade ist. So, wenn du irgendwie zu Besuch bist und du hast das, dann denkst du so, oh, oh, oh. Aber wenn du es dann selber hast und halt dir jeden Tag die Hände damit wäschst, dann ist das so. Deswegen ist es auch ein bisschen schade. Aber ich liebe es sehr. Und ich frage mich, warum das so aussieht und alles andere davon so dunkel. Aber naja, das ist auf jeden Fall meine Bodylotion. Wenn ich die nicht mehr habe, davor hatte ich ja eine von Dr. Hauschka, mit der war ich auch sehr zufrieden. Und die war in Glasflasche, was super war. Die hat plus 17 Euro gekostet für so eben eine kleine, relativ kleine Glasflasche. War schon teuer, aber der Duft, der war unschlagbar. Ich glaube, den mochte ich sogar noch mehr als Rosemary Ginger, was kaum möglich ist. Das war Zitronengras. Zitronengras, glaube ich. Weiß nicht, ob da noch was drin war. Es war so toll. Ich glaube, das gehört nicht mehr dann auch mal wieder, wenn das große Ding alle ist. Vielleicht finde ich das ja auch auf Kletterkreisel. Eine Sache mit dem Kopf gibt es tatsächlich noch, und zwar meinen Rasierer. Den hatte ich euch auch schon mal gezeigt. Aber ich rasiere mich mit einem Zungenrasierer. Wie nennt man das? Das hier ist, glaube ich, aus Bambus. Aber das ist einfach so ein normaler, herkömmlicher Rasierer ohne Plastik, der Rasierklingen braucht. Und er ist einfach so, er macht alles so smooth. Er entfernt langanhaltend die Haare. Ich liebe ihn. Und Rasiercreme oder irgendwas oder Rasierschaum nutze ich tatsächlich gar nicht. Ich habe so für mich herausgefunden, dass mein Körper das irgendwie nicht braucht. Ich glaube, das ist ein bisschen auch Geldmache. Ich bin auch nicht die Person, die dann Pickel kriegt, wenn sie nichts davon nutzt. Manchmal schäume ich mir eben erst die Haare ein und dann mache ich so ein bisschen den Rest, den ich noch am Händen habe, so auf meinen Körper. Und das ist dann mein Rasierschaum. Aber sonst, ja. Ich versuche so das, was man nicht braucht und was ich irgendwie als Geldmache empfinde, nicht zu benutzen. Und so ist jetzt eine gute Überleitung zu meiner Gesichtspflege. Da muss man ja ein bisschen in morgens und abends unterscheiden. Fangen wir mal mit dem Morgen an. Ich selber bin so eine Person, ich schaue ja viele YouTuber auch, und zum Beispiel Estée Lalonde, die mag ich so am meisten so als YouTuberin. Die hat unglaublich ausgeklügelte Skincare-Routinen und die probieren dauernd neue Produkte und dies und das, und ich denke mir so, oh mein Gott, also ich finde das absolut nicht, ich will dem nicht nachempfinden, ich will das nicht nachmachen, ich finde das auch nicht nachvollziehbar, wie man seinem Gesicht sowas antun kann. Also es tut dem Gesicht ja auch wirklich nicht gut, wenn man dauernd neue Sachen ausprobiert. Das ist ja auch kein Geheimnis, irgendwie ist das denen ihr Job, aber gut. Auf jeden Fall habe ich schnell für mich festgestellt, nee, ich eifere denen nicht nach, auch Nasuella nicht oder so, sondern ich schaue wirklich bei der App CodeCheck, das ist auch so ein Tipp, was Pflegeprodukte angeht, schaue ich, wo sind am wenigsten bedenkliche, heißt es ja, Inhaltsstoffe drin. Also kein Mikroplastik, jada, keine synthetischen Stoffe etc. etc. Und ich habe dann Martina Gebhardt für mich auserkoren. Meine Mutter hatte mal Produkte von ihr geschenkt bekommen, die hatte ich auch benutzt, und dann habe ich da weiter geguckt, ob die anderen Produkte auch so gut sind, und yes, die sind wirklich komplett unbedenklich und gut fürs Gesicht. Und ich habe jetzt die Rose, das ist für trockene und empfindliche Haut, die hat ganz viele verschiedene Sachen, auch für ölige Haut, für junge Haut, für gereizte Haut. Gibt es im Bioladen, zum Beispiel bei Natura, bei Dents auch, und natürlich im Internet oder bei Douglas kann ich es, glaube ich, auch bestellen. Auf jeden Fall, ich wollte gerade bei morgens anfangen und jetzt hole ich direkt hier meine Abendslotion aus. Auf jeden Fall, das ist erstmal so, wenn ich könnte, würde ich mir auch noch die Augencreme und die andere Creme und dies, das. Anders, es ist natürlich immer ein bisschen teuer. Es hält auch ein halbes Jahr, denke ich mir dann immer. Auf den Monat hochgerechnet ist das echt nicht viel Geld, was man dafür bezahlt.
Aber genau, das ist meine favorisierte Pflegeserie. So, wenn ich jetzt aber morgens ins Bad komme und mein Gesicht wasche, dann nehme ich diese Seife. Die habe ich mal zugeschickt bekommen. Und ich weiß nicht mehr, wie die Firma heißt. Schreib es hier hin, wenn ich das rausbekomme. Auf jeden Fall ist das eine ganz einfache Gesichtsseife. Ohne großes Tamtam, ohne Peeling drin. Ich bin nämlich nicht so der Fan von Peeling. Ich glaube, Peeling ist nicht unbedingt immer gut für die Haut. Genauso wie warmes Wasser nicht immer unbedingt gut für die Haut ist. Also ich wasche meine Haut, mein Gesicht immer mit kaltem Wasser. Ich habe auch mal eine Zeit lang was anderes probiert, einfach weil es schöner ist, mit warmem Wasser dein Gesicht zu waschen. Ich habe dann echt gemerkt, wie meine Haut schlechter wurde, weil du natürlich damit die Poren öffnest und dann mehr Schmutz rein kann. Ich hingegen, ich finde persönlich, kaltes Wasser reicht, um den Schmutz rauszuholen oder wie auch immer, um das Gesicht zu waschen. Ich bin danach belebter und ja, meine Haut ist dann besser. Muss jeder für sich irgendwie so ein bisschen ausprobieren. Auf jeden Fall eine ganz einfache Gesichtsseife. Könnte ich auch weglassen. Ich habe es im Prinzip nur benutzt, weil ich die eben zugeschickt bekommen habe. Ob ich die mir jetzt selber kaufen würde, weiß ich gar nicht so recht. Und dann benutze ich, beziehungsweise habe ich das jetzt gerade wieder in meiner Routine gehabt und merke jetzt aber gerade, dass es nicht mehr so gut einzieht im Moment. Das heißt, meine Haut hat, glaube ich, genug Feuchtigkeit, sage ich mal. Das ist dieses Rose Face Oil, also ein Gesichtsöl von Oliveda, habe ich auch zugeschickt bekommen. Die wirken durchfeuchtend und stimulieren die Hautelastizität, ist harmonisierend und beruhigt. Es hilft, die Balance jeden Hauttyps wiederherzustellen. Also ich sag mal so, es kann nicht schaden, aber es ist ein Fakt, dass man Öl nicht ohne Creme verwenden soll. Also eine richtig gute Creme ist wichtiger als ein Öl. Aber da ich es zugeschickt bekomme, benutze ich es und ich mag es eigentlich recht gern und man braucht immer recht wenig. Und ich benutze das dann eben unter meiner Sonnencreme. Diese Sonnencreme ist leider aus Plastik, wie ihr seht hier. Das ist zum Beispiel Porzellan. Da achte ich schon drauf, wie die eben eingepackt sind. Bei der Sonnencreme könnte ich tatsächlich auch mal auf Kleiderkreise gucken. Die ist von Biomaris. Und auch da habe ich wieder geguckt, welche Sonnencreme fürs Gesicht hat am wenigsten schädliche Inhaltsstoffe. Und das war halt echt mit Abstand diese hier. Oder von Echo Cosmetics habe ich jetzt auch gesehen und würde ich auch mal, glaube ich, ausprobieren. Weil die muss ich mir immer bestellen. Echo Cosmetics gibt es auch bei Natura zum Beispiel. Ja, das ist, wenn ihr meine Videos guckt, wisst ihr, dass so Sonnencreme so mein Top, das steht über allem, ist. Everyday Sonnencreme. Und ich habe auch gehört oder gelesen oder wie auch immer, dass Sonnencreme auch durch Fenster, Sonnen-UV-Strahlung auch durch Fenster kommen kann. Also immer. Im Winter sowieso, also immer wenn du rausgehst, sowieso, aber scheinbar auch drin Sonnencreme tragen. Und das mache ich auch. Da gibt es nur wenige Tage im Jahr, wo ich mal keine Sonnencreme trage, weil ich irgendwie mir den ganzen Tag irgendwie im Bett liege und nichts mache. Ja, aber eine richtig gute Sonnencreme und ich habe Lichtschutzfaktor 30. Ist, glaube ich, wichtig. Und ja, ich werde trotzdem braun. Ja, und dann schminke ich mich. Und jetzt zum Abend. Abschminken tue ich mich mit diesem Rose Cleanser von Martina Gebhardt. Das ist wie so ein milchiges Format. Ah, was ich mache, ist, manchmal mache ich das und dann ist doch nicht alles Make-up ab, muss ich gestehen. Und dann benutze ich nochmal das als zweiten Reinigungsschritt. Ich habe was vergessen, das hole ich schnell mal. Das ist ziemlich wichtig. Nämlich habe ich mir vor einiger Zeit mal ungefähr 7 oder so von diesen kleinen Handtüchern bei DM oder so, kosten auch nur 95 Cent pro Stück oder so, geholt. Und für jedes Mal waschen benutze ich eine neue Seite, beziehungsweise dann ein neues Handtuch. Und das ist, glaube ich, auch richtig gut, weil wenn du dann siehst, wie viel Make-up dran ist von einmal abschminken und vorher habe ich für eine Woche immer dasselbe Handtuch benutzt, das kann ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen. Aber das ist auch nur so ein eigenes Ding und es ist, glaube ich, auch richtig, besonders für Leute, die irgendwie fettige Haut haben oder Probleme mit Pickeln, ist das, glaube ich, ein guter Tipp. Ja, und dann, wie gesagt, creme ich mich ein, abends benutze ich das Öl nicht, sondern nur das. Mehr will meine Haut auch nicht, mehr braucht sie nicht. Und dann war es das mit meiner Pflegeroutine. Ich schaue gerade mal, ob hier noch irgendwas steht, was ich nicht gezeigt habe. Ja, tatsächlich, das mache ich so einmal die Woche, wenn ich mich daran erinnere, das ist meine Maske. Die ist auch von Oliveda. Black Olive Face Mask, sieht man ein bisschen lustig aus. Aber das ist auch einfach für Feuchtigkeit und wie gesagt, meine Haut neigt zu Trockenheit. Und die ist sehr ergiebig, die habe ich schon recht lange auch. Wahrscheinlich ist sie auch schon abgelaufen, aber I don't really care.
Mag ich gerne, kann ich empfehlen. Daumen hoch dafür. Ja, Leute, das war meine komplette Skincare-Routine. Es war ein bisschen so wie ein Labarababa über Skincare und euch auf den neuesten Stand habe ich hoffentlich geholt und euch ein paar Sachen auch gezeigt, wie sie aussehen. Falls ihr noch irgendwelche genaueren Fragen habt oder Tipps, I guess, sagt gern Bescheid. Ich hoffe, was ich so rüberbringen wollte, ist rübergekommen. Codecheck kann ich super empfehlen. Also, was mir eben wichtig ist, ist so, dass man auf die Inhaltsstoffe achtet, weil das hat nicht nur mit uns zu tun und unserer Gesundheit, sondern auch mit der Umwelt. Also Mikroplastik und so sollten wir unter allen Umständen vermeiden. Und man weiß gar nicht, in wie vielen Produkten dieses schlimme, schlimme Mikroplastik drin ist. Auch in Produkten, von denen man denkt, ist eigentlich goodie. Und ich scanne jetzt mal hier den Barcode. Aha, ist ein bisschen was rot. Bedenklich. Schwächen die Barrierefunktion der Haut, mögliche Sensibilisierung oder Allergiepotenzial. Weil hier Sodium, Lauret, Sulfate drin sind. Okay, aber das ist noch eine der Sachen, die man, glaube ich, verschmerzen kann. Genau, und die zweite Sache ist, wie gesagt, schaut auch im Internet oder fragt bei Freunden, ob ihr was kriegen könnt, was die nicht mehr brauchen. Ja, und vielleicht so ein bisschen dieses minimalistische Denken von allem, braucht man wirklich nur eine Sache. Ja, schaut, was eure Haut, schätze ich, oder eure Haare auch wirklich brauchen und handelt danach. Aber handelt so, es geht näher an euch ran, kommt ja fast gar nichts, es sei denn in euch rein, aber so, das ist unser größtes Organ, die Haut. Und die Haare sind irgendwie so wichtig für uns und da sollte man schauen, was man daran lässt. So, ich höre jetzt auf zu schnabulieren. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!